Hallo zusammen und salve a tutti. Es ist Sonntag, es ist der 14. Februar. Heute ist Valentinstag, oder? Ja, ich glaube. Es ist der 14. Februar und wir haben 6 Uhr morgens, wenn ich diesen Film mache. Ich hatte ja erwähnt, dass ich das nicht schaffen werde, den am Freitagabend zu machen. Deswegen kommt jetzt ein bisschen mit Verspätung. Tja, was haben wir hier? Nach wie vor ist dieser Markt eher was fürs Daytrading. Für Endanleger gibt es hier eigentlich keine Signale. Diese Signale kommen rein vom Chart her erst, wenn wir über der 14.168 sind, hier drüber und drüber schließen. Dann haben wir sowohl das obere Band als auch das letzte Hoch überboten. Da muss er aber mit einer Stundenkerze drüber schließen, sagen wir mal wenigstens 14.200. Dann wäre er vom Chart her weiter positiv. Ich habe eine gute Unterstützung an der 20-Tage-Linie, 13.864. Und durch diese Kerze hier bei 13.826 hier. Da finde ich auch gleich einen Schein. Nach unten ist die Party erstmal vorbei unter 13.312. Dazwischen gibt es eigentlich nicht viel. Wie gesagt, es ist für Daytrading, würde ich sagen Eldorado, aber so auf 15-Minuten-Basis angenehm handelbar. Aber für einen Endanleger für mehrere Wochen sind die Signale hier meines Erachtens nach zu gering. Wir sind mittlerweile wieder völlig neutral hier über das MACD. Und hier ist jetzt eine Geschichte, das war am letzten Sonntag bzw. Freitag vor einer Woche, war das ein schönes, frisches Verkaufssignal. Und jetzt pendeln wir hier so an der 80 rum. Wir oszillieren um die 80. Ich hoffe nicht, dass das sowas hier wird. Nach meinen Berechnungen hatte ich Stochastik eine Trefferquote von ca. 80%, also mit diesen Einstellungen 10-3-3 auf Tagesbasis. Also ich hoffe jetzt nicht, dass das 1 von den 20% wird und dass der hier nochmal richtig hochgeht. Grundsätzlich denke ich, dass die Markteinschätzung oder das Gros der Marktteilnehmer weiterhin negativ gestimmt sind. So nach dem Motto, das muss doch mal runterkommen. Aber der wird auch mit Sicherheit irgendwann runterkommen, aber die Frage ist, von welchem Niveau? Ich halte mich hier im Index ziemlich raus. Das ist für, da gibt es andere Sachen. Der Index hat viele schöne Töchter und Söhne. Und da fühle ich mich einfach wohler mit. Mit dem Index selbst kann ich hier momentan echt nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Wir sind mitten in der Berichtssaison. Da kommen wir schon mal ein paar heftige, teilweise sehr ausufernde Bewegungen. Nehmen wir jetzt nochmal die Kiffer-Aktien. Also schon, das ist schon heftig. Das ist Hardcore. Aber ich habe einfach zu wenig Signale, um jetzt hier irgendwie, sagen wir mal, eine mehr als 50% Chance nach oben oder unten zu haben. Und sowas handle ich nicht, weil das wäre zocken. Und davon habe ich mich halt schon vor Dekaden verabschiedet, weil das hat einfach keinen Sinn. Ich habe euch diesen Schein hier mitgebracht. Für den Fall, dass wir also hier diese 14.168 mit einer Stundenkerze überbieten. Das ist einer, der liegt hier hinter. Diese Kerze hier, da war das Low, was aufgesetzt hat auf der 20-Tage-Linie bei 13.826. Und ich nehme hier ein, ich runde leicht, 13.700er. Da sind wir hier. Der muss aber gestoppt werden, wenn wir diese 13.826, also diese Kerze hier, um ungefähr 40 Punkte unterbieten auf Stundenbasis. Ja, also wenn wir dann so ganz grob bei 13.770, 780 sind, dann muss der geschlossen werden. Der hat einen 36er Hebel, das ist keine kleine Option und hat die Kennnummer, ist ein Open End, Gustav Heinrich 0, VK8, ich muss irgendwann die Brille aufsetzen, GH0 VK8. Ja, so ist es. Das sind 13.700er. Das ist nur und ausschließlich für den Fall, dass wir das hier mit einer Stundenkerze nach oben rausnehmen. Nur dann. Ja, vorher nicht. Jetzt gucken wir mal hier nach dem Put. So, einen Put muss ich natürlich hier oben drüber setzen. Das ist jetzt die Frage. Ich erwarte ja immer noch irgendwie so einen Final Peak. So irgendwie eine schnelle Bewegung nach oben, was auch immer danach passiert. Aber die erwarte ich immer noch. So ein Ding, was die letzten Shorts rausdrängt. Denn, wie sage ich immer, die hecheln noch nicht genug, die Shorts. Die sagen immer noch, naja, ich lasse das mal stehen, das kommt schon noch und so. Deswegen will ich auch nicht zu nah dran sein. Ich habe mich für den hier entschieden. Das ist ein 14.439er. Den würde ich erst schließen. Also eigentlich darf ich den erst eingehen, wenn wir hier drunter gehen. Unter diese 13.826. Aber auf die Watchlist kommt er auf jeden Fall.
14.439, da sind wir hier oben irgendwo. Den müsste ich allerdings stoppen bei 14.300. Weil dann wird er noch mal ein bisschen weiterziehen. Ich brauche diesen Final Peak. Der steht noch bei mir auf der Liste. Dieser Putter, die Kennnummer GD7NFQ. Gustav Dora 7 Nordpol Friedrich Qualle. Tja. Also, das ganze Ding kann ich hier unterschreiben. Mit dem Begriff, der traut sich noch nicht. Ja, mal schauen, was er nächste Woche macht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.